Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake. Hier im Polizeirevier sind wir noch. Der Angelarzt. Das ist meine Karre. Ja, mit Sheriff Sarah irgendwas. Den Nachnamen vergessen. Die schon wieder. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Ja, tschüss. Mr. Wake? Ja. Sheriff Baker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Also, ja, Entschuldigung. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Naja, fast keine. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wake. Hm, ja, gehe ich gleich hin. Alice sieht einen Schatten. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Ich bin mit Sorten bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Ja, Stucky. Sheriff Breaker wartet in ihrem Büro auf Sie. Ja, ist ja am gut. Ende des Flurs. Ja. Ich gehe ja schon hin da. Vermisst. Richard Ball, Bruce Dansky und Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Sarah Breaker, Sheriff. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Danke. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood-Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten, wir beobachten Sie. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellen... Können Sie das Licht anmachen?
Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Verstehe ich. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar, klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Ja, ich glaube ihm. Ich will noch mal gucken, ob ich vielleicht mit Sarah reden kann. Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Deputy Grant zeigt Ihnen den Weg. Tut mir leid. Das alles... Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Darf ich fragen, worum es bei dem Anruf ging, Mr. Wake? Ist privat. Naja, wir suchen Ihre Frau. Und ich werde Ihre Unterstützung brauchen, wenn ich Ihnen helfen soll. Geben Sie mir Zeit. Ich brauche erstmal frische Luft. Okay. Sie finden mich hier. Wir reden, wenn Sie sich besser fühlen. Alles klar. Nicht, dass die denkt, wir verpieseln uns einfach. Ja, es ist still ein gottverdammter Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh, mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Fort. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Richtig, Leute. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Dann gucken wir da mal rein, die Schrottkarre untersuchen. Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau?
Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Dann machen wir das mal. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Hey, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Wow. Skelett eines Prärie-Mammuts. Mammutus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Tarpeits gefunden. 1998 wurde es im Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Das sieht man. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu.
Ja, so war's halt. Was? Du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann. Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Genau, Barry. Ach, da. Grizzly Bear. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Nö, ich will aber noch nicht aufhören. Ich will jetzt mal das Formular unterschreiben. Aber wenn man hier sitzt zum Frühstück, ist schon schön. Schöner Ausblick. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Alles klar. Ciao. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass Sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Ups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was?
Ein Plan. Pass auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast, diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Ist doch eine schöne Hütte. Ich habe keine Waffe mehr. Ach doch. Ich werde hier warten, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich schieb dir die Tür ab. Aber nur den Revolver. Barry zweifelt an Wakes Verstand. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Alles klar. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Na, offensichtlich haben sie ja Angst vor den Cops, deswegen soll er ja alleine kommen. Zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade anziehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Hm? Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Wir haben ja schon gesehen, was er so fangen kann. Okay. Ui. Von da kommen wir. Ja.
die auch alle vermietet wurden, diese Hütten? Leer. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war glücklich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Sehen Sie vielleicht, im Spiegel. So ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Da gehe ich gleich hin. Erstmal hier oben. Rose und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Einer. Rusty stirbt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Das muss dann ja noch alles passieren.
Erstmal looten. Rusty wird vom Dunkel angegriffen. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Das Ranger-Büro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Was denn, Rusty? Hallo? Hier hinten. Ich bin hier hinten. Hallo, helfen Sie mir. Ich bin hier. Ich bin verletzt. Ich kann mich nicht bewegen. Mr. Wake? Oh, Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich habe den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Shh, ganz ruhig. Die Seite habe ich doch aber schon gefunden. Schon interessant. Genau was wir gelesen haben, ist dann passiert. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Wake gelangt in die Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Flüssige Dunkelheit aussah. Ich glaube, das war's für Rusty. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Bitte nicht die Tiere füttern!
Das Angeln ist nur das Leben erlaubt, mir eine Angellizenz für den Park erworben haben. Was auch eingesteckt. Ah! Nicht gedacht, dass da noch mehr kommen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Ja, also, das wird bestimmt was bringen, niemandem die Tür zu öffnen. Hat man ja bei Rusty gesehen. Rustys letzte Gedanken. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. For your safety, stay on designated hiking trail. Do not feed wildlife. $100 Strafe. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Da geht's rein. Hier geht's auch lang. Mann, Mann, Mann. Ich
Ja, erstmal gucken, was es hier gibt. In dieser Höhle. Ich glaube, hier gibt es bestimmt wieder eine Kiste. Moonshine Cave. Die Schrotflinte. Und ein paar Batterien. Ah ja, da wäre auch ein Fall gewesen. Den habe ich gar nicht gesehen. Lover's Peak. Gehen erstmal in die andere Richtung. Ach da. Barry trifft Rose. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Elle war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Passiert doch gleich wieder was. Also wäre man nicht in die Höhle gegangen, hätte man die Schrotflinte hier gefunden.
schnell zum Licht. Ho! Jetzt eigentlich zurückgehen, ohne dass da Gestalten kommen? Ne, kann er gar nicht zurückgehen. Oder? Doch. Aber ändert nichts. Umschauen ist da dann natürlich immer so ein bisschen schwierig. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter bei Alan Wake. Schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.